Alvaro von Lille Rastern ist wohl die gute Seele des TSV Maccabi. Er ist Jugendleiter, Trainer, er ist gleichzeitig Spieler und er ist Assistent des Managements. Wie lässt sich sowas eigentlich genau kombinieren und was ist eigentlich der Job dahinter? Das kann ich hier gleich mal fragen. Einen schönen guten Tag erstmal. Servus. Ja, dann hört euch die Frage mal an Sie weiter. Wie lässt sich das eigentlich alles kombinieren? Trainer, Jugendleiter, Spieler und Assistent des Managements. Also gerade das alles drei beim gleichen Verein ist sehr einfach. Es ist nicht nur ein Job, es ist mein Lebensinhalt. Also wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist natürlich an Maccabi denken, genauso wie das Letzte, was bevor ich ins Bett gehe. Das Spielerdasein ist wie bei jedem anderen Job. Ab einer gewissen Uhrzeit hat man seine Freizeit, dann geht man mit seinen Jungs kicken, ob es jetzt hier im Verein ist oder im englischen Garten. Das ist ganz easy. Das Assistenz des Management, Jugendleiter, ist dann schon ein bisschen kniffliger, weil das sind dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist sehr spezifisch auf den Fußball gerichtet, das andere ist dann doch der gesamte Verein mit seinen 10 Abteilungen oder ich glaube 12 Abteilungen mittlerweile schon fast. Also es ist schon, ja, es geht. Wie viele Stunden verbringen Sie jetzt hier beim TSV Maccabi? Boah, schwer zu sagen. Das ist abhängig von dem, was ansteht. Also es kann mal mehr, mal weniger sein. Wenn es jetzt zum Beispiel in der Saison ist, kann es schon mal vorkommen, dass man hier 12 Stunden auf der Anlage verbringt. Am Tag? Am Tag, ja. Aber es ist natürlich dann auch Off-Season wieder, wo man dann auch ein bisschen mehr Freizeit hat, wo man auch ein bisschen andere Sachen angehen kann. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich nehme an, auch Sie haben eine Familie. Was sagt die dann dazu? Dass sagen die dann, Alvaro, du bist verrückt. Ist Ihr ganzes Leben wirklich jetzt auf diesem Verein hier ausgerichtet? Nee, die Familie steht sogar dahinter. Die steht sogar echt dahinter. Gerade wenn man sich meinen beruflichen Werdegang anschaut, mit Studium und allem drum und dran. Die haben schon früh erkannt, dass ich mich auf den Verein spezialisiert habe, auf den Fußball, auf den Sport. Und mein Vater, der unterstützt mich da voll und ganz. Fährt auch mal zu Auswärtsspielen mit, schaut auch zu und auch beim Abendessen mit der Familie ist das Thema dann doch oft der Verein, wie geht's den Kids, wie geht's den Kollegen und so. Ja, also die sind da total happy und die haben auch gesagt, solange ich glücklich bin mit dem, was ich tue, fehlt's an nichts. Sie haben ja auch dieses Sportmarketing studiert, aber am Ende des Studiums war es auf den TSV Maccabi ausgerichtet. Wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt ja da diese bestimmten Studiengänge. Genau, ich war an einer privaten Hochschule mit Sportmarketing als Fach, Schwerpunkt Online- und Social Media Marketing. Meine Diplomarbeit bezog sich dann auch auf den TSV Maccabi München. Ich wurde gefragt, welches Thema möchten Sie haben? Ich habe mir gedacht, was liegt da wohl näher als dem Verein, wo ich gerade auch als Trainer angestellt war, dem ein bisschen unter die Arme zu greifen, meine Diplomarbeit sozusagen auch einfließen zu lassen in das Tagesgeschäft. Also das war relativ simpel, weil ich auch hauptsächlich nur über Social Media und unseren Webauftritt da philosophiert habe. Ja, also das ließ sich gut machen. Dass Sie das Ganze ja hauptberuflich machen, stellt sich die Frage, wie das Ganze finanziert wird. Also man muss ja quasi Sie als Hauptberuflichen ja bezahlen. Dazu gibt es ja dann noch zwei weitere Personen. Und der TSV macht ja alles selber. Also der Zaun wurde jetzt hier gebaut für 150.000 Euro. Man macht den Platz selber, man macht das Lokal selber. Und durch diese ganzen Mitgliedsbeiträge ist es ja nicht getan. Nee, das ist also kein Verein, den ich kenne, tut sich vom Tagesgeschäft her selbst finanzieren können. Das ist sehr, sehr schwer. Man hat natürlich klar hier und da Sponsoren, die einem unter die Arme greifen. Man hat, es gibt natürlich auch Zuschüsse für gewisse Bauten oder Themen, die man natürlich auch angehen sollte und muss, wenn man einen Verein in der Größe hat und auch mit diesen Ausgaben hier. An sich aber, also keiner von uns hier wird reich, glaube ich. Wir machen das auch alle aus Herzenslust und Laune. Also das hält sich schon in Grenzen und das kriegt man schon hin, wenn man ordentlich wirtschaftet und jetzt nicht wie die großen Vorbilder hier so ein bisschen über die Stränge schlägt. Dann erzählen Sie mal, was bedeutet Ihnen der TSV Maccabi? Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind hier mit Herzblut dabei, dann muss es ja schon so eine bestimmte oder eine besondere Bindung dahinter geben.
Ja, der TSV, also Maccabi München ist für mich Heimat, es ist ein Zuhause. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Freunde hier gefunden, ja. Habe viele Altlasten, sind mir vom Herzen gefallen, als ich hergekommen bin. Sachen, an die ich heutzutage nicht mehr denke. Ja. Maccabi München gibt einem, also mir vor allem, Sicherheit irgendwie. Ja, also jetzt unabhängig, ob jetzt ein Sicherheitszaun da ist oder wie die politische Lage ist oder wie auch immer. Aber ich fühle mich da sehr, sehr wohl hier, sehr sicher. Und es ist ein Umfeld, in dem man gerne ist. Ich habe meinen Sport hier, ich habe meine Kids. Gerade die sind für mich ein großer Rückhalt. Also ich hatte eine Zeit lang eher eine Downphase mal, so kurz vorm Studium, wo ich nicht wusste, was soll ich mit mir machen, wo soll ich hin, wie sieht mein Werdegang aus. Und als ich dann hierher gekommen bin, ich wurde mit offenen Armen empfangen. Die Kids strahlen, wenn das Training zu Ende ist, und das gibt einem so viel, das kann ich mir nirgendwo anders in keiner anderen Branche vorstellen. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, Maccabi gibt Ihnen Sicherheit. Inwieweit ist das hier eine Sicherheit für Sie? Also die Sicherheit in dem Sinne ist jetzt nicht nur die körperliche Sicherheit durch den Zaun, durch den Schutz vor irgendwelchen Sachen, die vielleicht sein könnten. Also, ja. Sicherheit bei mir bezog sich eher darauf hin, dass ich weiß, dass wenn es mir mal schlecht geht, ich hier eine Familie habe, die hinter mir steht, die mich unterstützt, die immer für mich da ist, genauso wie meine eigene Familie. Das ist die erste Sicherheit, das ist das Wichtigste für Menschen auch, dass man weiß, man wird geschätzt, man hat einen Rückzugspunkt. Und ansonsten, auch mit der Zeit, die heutzutage ansteht, ja, ich glaube, dass Maccabi da es schon richtig macht und dass wir hier uns politisch so weit auch distanzieren, dass wir sagen können, hier kann man sorgenfrei einfach aufspielen, Fußball spielen, was auch immer, jede Sportart nachgehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.